Gut, jetzt bin ich sauer. Jetzt bin ich sogar sehr sauer. Hat er verarbeitet, der Trick Skill Point und jetzt sowas? Ne, ich finde, welchen Schaufel mit. Ja, vielleicht wenigstens ein bisschen schneller dran. Also, das wird ja wieder ein toller Einstieg. So, noch ein bisschen von. Vielleicht schaffen wir es ja dieses Mal sogar. Bestimmt, bleiben wir optimistisch. Es hat zweimal nicht funktioniert innerhalb von einer Minute. Warum sollte es nicht noch ein drittes Mal nicht funktionieren? Nein, 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 nein. Oh, es funktioniert ja tatsächlich. Oh Mann! Das ist ja hier schon mal. Wo ist mein Schwert? Ich hab mein Schwert reingepatscht. Oh Gott, das war ja. Das war ja unbedingt. Naja. Machen wir das Beste so. Scheiße, wir bekommen auch schon gleich Besuch. Mann, so bist du nicht explodiert? Oh oh. Hey, ja. Oh, da steht noch ein zweiter. Oder ist der weg? Nein, nein, nein. Oh Gott, dann bekommen wir auch noch Besuch. Scheiße. Wenn wir hier lebend rauskommen, dann fress ich im Besenstiel. Komm her! Komm her, du Arsch! Jetzt richte ich mich ja nicht zugrunde. Naja, oder so. Okay, der Bogenschütz hinten macht mir doch irgendwie ein bisschen Sorgen. Wenn ich auch einen Schwarzpulver vergesse, habe ich schon das gleich. Ich nehme aber wenigstens noch schnell ein Schwert holen, bevor ich mich zugrunde richte. Hm. Hm. War ja wieder super. So, da hätte ich eigentlich hingesollt. Naja, gut. Erstmal wieder hier raus aus dieser tödlichen Hölle. Zurück ins getraute Heim, was immer noch kein Boden hat. Oder ein Bett. Oder sonst irgendwas von Lebensqualität. Aber egal! Das wird schon bestimmt. So, mein Schwert. Mein Schwert. Brauchen auf jeden Fall noch ein paar Leute. So. 23. Ja, warum auf jeden Fall. So, noch ein paar, noch ein paar, noch ein paar, noch ein paar. 31 fürs erste, würde ich sagen, passt. Wir haben ein Schwert. Was zu essen brauchen wir? Das ist wichtig. Was kann uns jetzt noch auffallen? Voller Zuversicht steigen wir hinab in die tödliche, tödliche, sehr, sehr tödliche Hölle. Ach, da hat sich der ganze Aufwand ja schon wieder gelohnt. Zwei Eisen, die größte Genugtuung im Leben eines Minecraft-Spielers. So, wollen wir mal weitermachen. Dürfen ja keine Zeit verlieren.
hab ja nur 7 Parts Zeit, um hier runter in diese Höhle zu kommen. Ich habe schon noch mehr Freude erwarten, sie mich schon wieder freudig. Nehme ich auch keinen Bock auf sie. Ach, unser Sulfur. Ach, unser Bogenschutz steht gar nicht mehr da hinten. Na doch, jetzt komme ich mir hoch, halt vor. Er ist wirklich weg. Fürs Erste. Aber egal. Wollen wir hier nicht viel Zeit vertrödeln? Wir haben noch Sachen zu tun. Machen wir noch ein bisschen Eisen weg. Noch ein bisschen Eisen. Bitte lass das kein Kühlkern von mir explodieren. Das wäre dann schon irgendwann nicht mehr professionell für Let's Play. Was ist ja jetzt auch schon nicht unbedingt ist, aber was soll man machen? Och! Eieieiei. Das ist ja. Also mit Lava sehen habe ich so nicht so wirklich eine Erfahrung, aber. Was soll man machen? Die Diamanten rufen. Und ich kann ihn nicht widerstehen. Ist doch bestimmt noch Wasser. So. Ganz ehrlich, das war doch mal geil. Boah, wie viele Diamanten das sind. Schön. Ist ja hier nicht. Oh oh, da habe ich doch schon wieder was gehört. Naja. Oh, dahinter noch irgendwelche Sachen. Ich denke, wir sind noch ein bisschen weiter zu gehen, aber nein, scheinbar nicht. Naja, jetzt wissen wir zumindest mal, wo wir unsere Obsidian herbekommen. Das ist ja gar nicht mal so weit weg von. Und so, oh, da haben wir ihn ja schon. Ja, ich weiß, es war eine unglaubliche Verschwendung von Spitzhacken, aber mein Leben war mir wichtig. Oh, was haben wir hier noch? Oh Gott, sind das noch viele Höhlengänge. Anton hat mich vorgewarnt, aber hatte ich gedacht, dass die Höhle dann noch irgendwie so groß wird. Vor allem mein ursprüngliches Ziel eigentlich war, das Häuschen mal ein bisschen weiter zu bauen. Aber naja, gut. Oh, wie schön, noch mehr Diamanten. Aber erstmal gucken, ob hier noch irgendwelche Monster in der Nähe sind. Ob Anton mal voll stolz, dass er 2 Diamanten gefunden hat. Eieiei. Also bisher hat sich der Aufwand auf jeden Fall gelohnt, finde ich. Insofern mich jetzt nicht gleich irgendwas wegspringen und die ganzen Sachen durch die Lava hier weggeschwemmt werden, die hier neben mir stehen, ist alles in Ordnung. Aber ich soll das nicht zu laut sagen, sonst kommen uns hören, das sind die Creeper und dann noch nö. Dann gibt es wieder richtig Stress. Hier noch ein bisschen Gold. Muss aber vorsichtig sein, dass unter der direkte Lava sehen. Das war knapp, ich wollte schon gerade dahin rennen. Da oben sieht freundlich aus. Oder auch nicht. Ach, hier war der Antwerp schon mal. Da hat er wohl nicht wirklich weiter erkundet. Gucken wir mal nach, was der da so ausgelassen hat. Na, ja, nicht wirklich viel, naja, gut. Ach nee, Quatsch, man. Wieder jetzt eben oder habe ich mich jetzt schon total verirrt? Nee, Quatsch, das war ein Bild. Ich habe doch da ja eben schon mal eine Fackel hingestellt. Da war ja was. Oh Gott, diese Höhle nimmt schon mal keinen guten Anfang. Wenn ich mich so vor der Höhle schon frage, ob ich mich verirrt habe, dann kann das nichts Gutes sein.
Ich bin ja eher so ein Mensch, der baut sich lieber selber seine Höhlengänge runter, ganz tief runter auf den Bedrock, und dann baut er sich da so ein paar Gänge. Und dann findet er auch immer viele Sachen und dann, ja. Aber sei es drum. Jetzt hat uns der liebe nette World Generator schon so eine geile Schlucht hier vor die Nase gesetzt, und wollen wir sie wenigstens auch ein bisschen ausbeuten. Ach, ich habe schon ein Skelett. Ich komme jetzt gleich um die Ecke und ich krieg erstmal richtig einen Pfeil in die Fresse. Aha. Hey. So. Der wurde eliminiert. Och, nein, nicht noch. Das ist natürlich das ganz toll an der Lava. Ich mache hier, glaube ich, erstmal ein bisschen Licht, dann müssen wir uns den ganzen Scheiß nicht kommen. So. Soll nach oben. Noch eine Fackel, dann müssen wir gleich wieder los. Ach, ich glaube, er ist gespawnt. Puh. Aufmachen. Ich habe so das dumme Gefühl, dass es dasselbe Skelett, was uns eben auch schon mal hier aus der Höhle vertrieben hat. Das hat es, glaube ich, irgendwie abgesehen für uns. Ne, ich gehe erstmal nach oben. Habe ich noch Fackeln in meinem Inventar? Dann schon mal was. Passt schon. Bei 13 Diamanten. Ne, lieber erstmal nach oben, bevor ich meine ganzen Diamanten verliere. Wäre doch irgendwie ein bisschen blöd. Oh, Diablo Soundtrack, wie geil. Reicht das? Hätte ich da unten den Sand nicht hingemacht. Wer hier. Naja, das funktioniert schon irgendwie. Puh. Erstmal eine Runde aufatmen. Eieiei. Ich weiß nicht mal in der oberen Etage aus. War ich da überhaupt schon? Ah, ein Dachgarten. Und hier oben war ich auch schon mal. Ach, hier machen wir eine Zinstruhe. So, so. Dachgeschosswohnung ist ein bisschen klein, aber pff, was soll das? Schmelzen wir jetzt mal ein bisschen Gold. Also zugegeben, so viel Gold habe ich schon in einem Singleplayer-Spielchen in so kurzer Zeit nicht gefunden. Also irgendwie, die Karte ist nicht schlecht. Er ist mal tot. Zieht ja. Und dann erstmal ein bisschen. Jetzt wollen wir wirklich das bauen. Jetzt sind wir ernst. Oh Gott, das wird dauern, hier ein bisschen Ordnung reinzubringen, aber naja, dann findet man sich hier wenigstens zurecht. Anna, das ist echt ungewohnt, so ein Haus zu haben, weil. Ich baue meine Häuser immer ganz anders. Ich muss ja nicht erstmal zurechtfinden, wo was ist. Und so weiter und so fort. So, machen wir hier mal unsere ganzen Blöcke rein. Einen geilen Sand. Holz, Gravel, Cobblestone. Ach, dann wollen wir noch einen Cleanstone. Ist doch sogar schon fast, als hätte sich da irgendjemand bei Gedanken gemacht bei der Planung des Hauses. So, jetzt hoffe ich einmal, dass wir hier oben sogar noch Kohle drin haben. 28. So. Oh, und der schöne Sonnenaufgang.